Yo Leute und willkommen zurück zu Galaxy Race mit Alex aka Dragon Slayer und Phil Morrow, der da hinten irgendwie dumm am Baum steht. Servus. Ihr guckt euch auf jeden Fall die Folge bei Alex an. Wir haben schon einen Creeper-Boss besiegt. You. Auf dem Planeten Mars. Jetzt werden wir zum zweiten gehen. Ich hoffe, dass da noch einer ist. Sind eure Sauerstofftanks voll? Na Steve, oh scheiße, die Tanks sind equipped. Profi. Ah, so. Bester Start. Einmal mit Profis arbeiten, echt. Mhm. Ey, das ist erst mit zweiter Expedition. Ja, geil, das war ein geiler MNG, direkt verkackt. Ich hab einen leeren Cure, das ist mein Problem. Hey, Laura, was war denn das? Ganz über Wasser. Nice. Soweit ist der auch nicht entfernt, es sind nur 1000 Meter. Also ein Kilometer hüpfen jetzt. Geil. Mit dabei ist natürlich auch wieder Sven, der sich leise gespielt. Im Weltall. Ich bin im Weltall. Ich bin im Weltall. Hier ist ein Meteorit. Sollte man den abbauen? Ja. Konnte ich zumindest mal. Ich habe ja schon zwei abgebaut. Da vorne links haben wir auch wieder zwei. Dann kriegst du zwei rohe meteorische Eisen. Jungs, ihr lauft falsch. Wir müssen immer geradeaus. Das sind zwei Meteoriten. Wo ist geradeaus bei dir, Steve? Alex, geradeaus. Hier, geradeaus. Na, die Richtung. Ja, da wo wir hergekommen sind, ist geradeaus dann. Also, was? Also, verwechsel ich gerade mit dem Film. Ihr solltet euch echt mal Wegpunkte setzen. Hab ich schon. Nach Hause? Ja, und den Creeper. So, Jungs, hier vorne ist der zweite Creeper, die zweite Höhle. Hoffe ich, dass es nicht nur einen Boss gibt. Man weiß es nicht. Und wer wird diesmal alles tanken? Ich weiß es echt nicht, ob es noch einen zweiten Boss gibt oder nicht. Das ist noch ein Meteorit. Alex, jetzt müsst ihr halt extrem aufpassen. Gell, mein Schwert ist jetzt auf Sharp 3. Jo. Ja. Er macht ja jetzt 20 Damage. Da bin ich wahrscheinlich fast One-Hit. Wenn ich critte, auf jeden Fall. Ich hab 20 Levels. Ich hab 10. Wieso hast du 20 Gables? Levels. Achso. Ich hab 9 Level. Lord, ich hab ja auch. Ich habe ja auch für 18 Level verzaubert. Ja, er hätte was verzaubern sollen, komm ich gerade drauf, aber jetzt ist er schon. Ich hoffe, ich habe meine Levels verzaubert. Du hast deine Levels verzaubert. Ja, genau. Ja, auch nicht schlecht. Sollte ich vielleicht auch mal tun. Meine Levels verzaubern. Ja? Macht man das, oder? Kann man machen, muss man nicht. Und oh, geht's da drauf? Hey, das ist ein Mond oder so ein Stern, Steve. Wo? Vorne rechts. Hä, von rechts? Da oben im Himmel. Das Weiße? Das Weiße, ja. Ach so, oh, Jungs. Ja, da oben ist auch der Mond. Glückwunsch. Lol, das ist ja voll löchrig. 300 Meter. Auf jeden Fall, auf jeden Fall sah das... Lass mich raten, du bist in die Höhle gefallen. Ja. Ich bin nämlich drüber gehüpft. Ich bin da random drüber gehüpft. Gut, die erste Folge, wenn hier nichts sein sollte, schaut auf jeden Fall bei Alex rein. Da ist die Folge zu sehen. Mhm. Alex, hast du deine erste Folge eigentlich schon hochgeladen? Die veröffentliche ich morgen. Okay. Meine erste Folge, naja, ist egal, ich bin jetzt in der vierten. Wenn ich jetzt sage, wann die erste Folge kommt, ist natürlich auch sehr schlau. Ich hoffe einfach echt, dass das noch ein Dungeon ist und nicht einfach das Dungeon von vorhin, wo es hochging. Ach so, so meinst du, ja, weiß ich noch. Ja, dass es irgendein Gang von vorhin war, wo es dann einfach nur noch hochgeht. You know? Ja. Ja. Aber das sah von oben echt aus wie noch so ein Gang. Auch noch so ein Effizienzhaltbarkeit 3 Buch wäre nicht schlecht. Auf jeden Fall. Wow. Das ist ein schönes Sharp 5 oder? Oh ja, Alter. Was ist denn das? Das ist es? Ja. Jetzt markiere ich mir mal kurz. Jetzt wieder runter, Vorsicht. Creeps 2. Bin unten. So. Direkt im Spawner. Oh, noch MLG. MLG. Oh lol, das hätte so schief gehen können. Oh ja, weil das ein Creeper-Spawner ist vor allem. Unten uns ist wieder eine Höhle. Philipp, soll ich für die Wasser liegen lassen? Nein. Ja, bitte. Nein, du musst MLG machen. Na, bitte noch. Ja, dann gucken wir mal. Jungs, Creeper. Ja, ich hab vorwärts. Ja, mach. Passt die? Also, wenn ihr die Spawner abbaut, nicht reinlaufen für die XP, gell? Okay. Ja, weil du das.
Der Spielsound ist, glaube ich, gerade ein bisschen laut. Er ist wieder ganz leise. Mach mal kurz ein bisschen leiser. Oder? Nee, weil der Pegel schlägt ganz schön aus. Wenn es tropft. So, Vorsicht. Bei mir hat man gerade die Sounds kommen müssen. Das ist nicht derselbe wie vorhin. Creeper? Lass die Creeper explodieren. Lass die Creeper explodieren. Wenn sie explodieren wollen. Holst du denn noch? Die wollen nicht, nö. Down. Oh, oh, oh. Eishills. Da ist noch ein Creeper rechts. Nimm du die. Hast du die XP? Jo. Nimm, lass die Dings nachher mitnehmen, die. Die spielen neben, gell? Lore. Pass auf, Steve. Oh, Lore. Kannst du reinspringen? Spring doch rein. Ja, ich trau mich ja nicht bei dir. Vorsicht, Creeper. Oh, Lore. Alex, wenn du vor mich bist, hit ich nicht. Oder ja. du bist One-Hit, Junge. Baut ihr die? Baut ihr ab? Ich nehme. Ich hol mir den. Appen. Hey, da ist noch ein Spawner. Rechts, Garfield. Appen. Hinter diesen Spinne hab ich. Einfach so über dir drüber gejumpt. Nice. Daniel ist auch wieder dabei, der fette Mann in unserem Team. Daniel, wir looten gerade den zweiten. Reaper. Ich hab gedacht, Steve, du hast mich geschlagen. Das hättest du nicht überlebt. Na. Trau mich gerade neben dir. Hier rein? Vorbeigehen. Warum ist hier eigentlich gerade ein Flash? Vorsicht, wer will zuerst rein? Diesmal? Jo, so wie es erst sein. Scheißegal eigentlich. Ah, der kommt schon. Ja, es ist zu spät. Du musst aufs TNT schlagen und beim Gas und auf den Creeper zielen. Auf den Kopf? Oh, geht das? Nein. Nein, ist euch egal. Ah, gemütlich. Gemütlich? Ich brauch lange Glowstone gehabt. Ich mach das ein bisschen spannender, Philipp. Schau mal, mach kaputt. Ja, okay, mit gut. Gut, Leute, so einen Boss haben wir bei Alex auch schon getötet. Wie gesagt, schau vorbei, ist unten verlinkt. Und ist noch ein Creeper. Wir machen einfach alle Action. Der wird spannender, Philipp. Wenn du stirbst, gell? Lass ich dich liegen. Echt? Ja, definitiv. Okay. Hier über uns ist Wasser. Oder tropft es einfach nur so? So, aus Spaß und Langeweile. Gut, Glowstone müssen wir genug haben. Die alles explodiert. Ah, Kopf ist schon weniger geworden. Ja, läuft doch. Hey, Lord, er macht mir ganz Apple Damage. Ja, ach nee. Wie bei hinter dir? Lord. Kamikaze! Wo der. Das DND ist gerade irgendwo hingegangen. Alter! Das einfachste ist, wenn man einfach stehen bleibt. Ah ja, so hab ich's vorhin gemacht. Okay, hier unten drunter ist keine Höhle. Diesmal, okay. Alex, schaffst du es heute noch? Doch, bei mir ist eine Höhle. Echt? Lore. Ich mach dir mal das Licht aus, Alex, das macht schwerer. Bei der Kiste, bei der Kiste neben der Höhle. Ja, jetzt kriegt er sogar ein Schild oder was das ist. Ja, der Blitzcreeper. Ja, oben seht ihr die Leiste, wie viel er noch hat. Boah. Der ist gar nicht so schwer, du musst ja eigentlich nichts machen. Wir machen einfach mal die Lichter aus. Ich geh mal ein paar Mini-Creeper spawnen, damit es interessanter fertig. Du hast nur gleich kein Licht mehr, gell, Kollege? Gleich ist hier drin dunkel. Scheiße, bin durchs Loch runtergefallen, Steve. Alter, er geht auf mich. Ne, er schießt immer noch auf dich, Alex. Ich hab's da alles voll lecker gemacht. Ja, ich sitz halt auf dich, aber schießt nichts. Alter. Darf nicht durch ein Loch fallen. Du hast gesagt, du willst es interessanter machen, also. Dass ich da durchs Loch runterflieg, war nicht geplant. Aber ich bin genau eingesprungen. Ich hab auch ein Dödel, ey. Da hat da drüben noch Licht, Alex, hat da drüben noch Licht? Ich lass einmal das Bild des Lichts aufballern. So, wunderschön. Alex, ich fick dich mit dem Schwert einmal, dann kommst du nie wieder hierher. Wart an, hit noch, bam. Nice. Leute, Screenshot.
Screenshot hier. Du Schnorrer. Boah. Der Kapitän hat's wieder gerissen. Genau. Okay. Alex, machst du auf? Was muss ich? Ja, und wer hat den Schlüssel? Du? Wie? Oder Phil hat ihn geklaut. Nee, Jäger müsste so ein komisches goldenes Ding im Event da haben. Hä? Also doch, ich hab ihn. Oh, also schaut geil aus. Einmal mit Profis. Hui! Raketenbauplan. Nichts. Die Name Tags sind schon super. Ja, gell? Finde ich auch. Sub. War hier nicht irgendwo in der Höhle? Ja, wo wieder? Ah, ne, oder? Warst du da schon drinnen? Ich schon, ja. Gut, dann gehen wir jetzt zurück. Da vorne war auch irgendwo eine Höhle. Warst du hier vorne in der Höhle schon? Wo denn? Ja. Ich bin irgendwo hingefallen. Was ist mit der Höhle da oben? Wir brauchen Dash, wie gesagt, ja? Ja. Sieht das alles, wie hassen die Dinge überhaupt? Alter, nicht schon wieder! So ein Link, oh lol. Schaut wie das die Stein von Worms aus. Schön. Allgemein, gell? Graue Steine, ja. Wie gesagt, wir brauchen Dash. Dash ist mir egal. Dash ist mir egal. Du hast nur Dash-Order bei mir, Steve. Ja, ja, passt auch. Ich bin mir halt sicher, ob ich das abfangen kann mit Iron. Probier's doch aus. Ja, ist alles voll im Monster. Ich hab schon wieder 26 Level. Das ist wie Pilze farmen, die Viecher töten, ey. Wenn ich Dash war, abbau, krieg ich gar nichts. Nicht so was Schwarzes. Nee, hab gar nichts gekriegt. Was? Was hast du? Was Schwarzes? Schwarzes ist Titan. Steve, bau du mal ab, was kriegst du dann? Ich glaube, ich krieg gar nichts, wenn ich das abbau. Ja, es heißt. Guck mal, Refine Dash. Hab ich nicht. Ich kann es mit Iron nicht abbauen. Also nice lag, deshalb. Ey Phil, hier brauchst du eigentlich nur von links nach rechts zu laufen. Du nimmst die ganzen XP mit. Links nach rechts? Ja, du läufst hier einfach nur durch, tötest die Viecher. Und dann kommt, weil die fliegen ja hoch, die sterben ja in der Luft und dann fällt die XP einfach runter. Ja, das ist schon mal aufgefallen, ich kennst die Viecher, aber. Wie sterben die in der Luft? Alex, kannst du mal aufhören, das Licht auszumachen? Danke. Ich hätte nur die. Das ist das Licht. Ja, Flüssigkeit, ja. Und die Lianen, die hier rumangeln. So, Backup. Alter, wie viele sind das? Genug. Wollte Dash sammeln. Was sagt euer Sauerstoff? Mehr als die Hälfte. Ein Drittel noch. Noch? Ein Drittel haben wir noch vom ersten Waffen. Ich weiß, warum die spawnen, weil es dunkel ist. Das kann sein, ja. Guck mal, wie viele bei dir rumhüpfen, Alex. Jo, aber ich kann Dash nicht abbauen, Steve. Ja, dann halten wir die Viecher vom Hals. Das ist einfach gesagt. Wir brauchen Dash. Viel Dash. Ja, aber natürlich wieder habe ich keine Glowstone. Fackel dabei, perfekte Vorbereitung. Boah. Ey, es werden halt nicht weniger. Nee, es werden immer mehr. Ey, aber gut. Wenn der ein Tür ist, kommt drei nach oder so. Ich klatsche gerade mit der Hand ab, mein Schwert ist hin worden. Aber ich bin noch ziemlich wieder da. Was ist das denn? Sei nicht, dass du ein Dia-Schwert weggeklatscht. Nee, das hat noch Vollhaltbarkeit. Ich hab einen Creeper mit Iron Schwert gemacht. Du meinst auf Haltbarkeit verzaubern, wenn es geht? Muss ich halt nur ein Buch finden mit Haltbarkeit. Ich bin nur ein paar Mal unnatürlich. Philipp geht auch mal abbauen bei mir, oder? Ja, schwer. Sehr cool. Alter, lol. Wie viel Dash habt ihr? Ich hab 13. Ich hab nur. Ich hab 35. Ja, okay. Wir haben ja oben auch noch was. Wo ist noch was? Auch noch mal Dash. Da drin. Beim Netherrack. Da, wo es dunkel ist, da. Ich hätte die Faust zusammengeschlagen, aber es muss keiner wissen. Nur acht. Okay. Ja, den Rest habe ich zerstört. Geil. So, ich sehe nichts. War alles dunkel. So, lass uns. Hier sind noch X. Alter, hier sind ja.
Kannst du einfach nur ins Loch metzeln, ey. Mhm. Haben wir es jetzt bald mal. Ich habe 29 Level. Komm, die 30 mache ich noch voll. Ich habe 30. Echt? Jo. Alex hat schon 30. Ja. Noch nicht. Ich will mal mit 30 Level auf ein Buch verzaubern. Aber dazu haben wir ja nicht genügend Bücher. Ich nur maximal 18 Level hin. Droppen von oben? Was? Nee, verstehe nicht ganz, wo das spawnen. Das spawnen gefühlt überall. Alter! Ich hätte hier nur den Iron Shirt, sonst nimmt eine rein. Hier sind noch viele. Man braucht den nur im Raum von Rico. Den suchen. Hab 30, gut, raus hier. Jo. Raus hier und zurück zu Daniel in die Base. Ganz schön dunkel, Leute. Sorry, dass ihr mich nicht seht. Mach mal kurz Licht an. So, wesentlich besser. Na, wo sind wir denn rausgekommen? Wo sind wir denn reingegangen? Da bin ich auf jeden Fall bergauf wie mit dem Creeper. Oh, ich fahren bin. Mhm. Die Musik geht gerade voll ab. Daniel, wir haben eine Effizienz von 4. Wo sind die Hälfte der Schnecken hin? Mumu ist gestorben. Ja, wie gesagt, Leute, wir haben auch Haustiere. Mhm. Aber ich würde mal sagen, das war's jetzt hier erstmal mit der Folge. Wie unsere Base aussieht, wie unsere Mars-Base aussieht, wisst ihr ja schon. Ja, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Schaut bei Alex vorbei, haut rein und... Servus. Ciao.